Hallo liebe Katzenfreunde, in diesem Video geht es um ein ganz spannendes Mittel, und zwar MSM. Ich bin Kirsten Schulitz, ich bin Homöopathin, Naturheilkundlerin und Psychologin für Katzen. Seit 2001 habe ich diese wundervolle Berufung und darf Katzen glücklich und gesund machen. Ich berate online und somit weltweit immer ganzheitlich. Und ich bin Autorin diverser Katzenratgeber. MSM ist Methylsulfonylmethan. MSM ist organischer Schwefel. Ich habe mich mit diesem Produkt jetzt intensiv beschäftigt. Es ist ein Mittel, das ich selber bisher noch nicht wirklich verwendet habe oder empfohlen habe, aber ihr könnt sicher sein, dass sich das jetzt ändert, denn die Infos, die ich dazu habe, die sind so wow. Also es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Was ich euch sagen kann, ich nehme es aktuell selber. Aber es geht hier natürlich um unsere Katzen. MSM. Schwefel. Schwefel ist ein Bestandteil, das unser Körper braucht. Das erstmal als grobe Info. Ja, also es ist ein Körperbestandteil. Schwefel braucht unser Körper. Da gibt es noch viele andere Sachen und das der Katzen auch. Aber MSM, organischer Schwefel, hat so viele Möglichkeiten, dass ich euch nur sagen kann, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und ich zähle euch jetzt mal auf, wo das alles helfen kann. Aber, wer mich kennt, weiß, nicht immer trotz alledem ein Mittel als das Allheilmittel sehen, sondern immer auch gesamt ganzheitlich rangehen und vor allem die Ursache erkennen und verbannen. MSM, organischer Schwefel, stärkt die Knochen, die Gelenke, die Muskeln, die Sehnen und die Bänder. Das heißt, alle Katzen mit Bewegungsbeschwerden, Katzen, die einen Unfall hatten oder die operiert wurden und lange ruhen mussten, denen kann MSM helfen, dass alles wieder aufgebaut wird. Katzen mit Arthrose, Spondylose, diese ganzen Bewegungsbeschwerden. MSM ist auf jeden Fall eine Unterstützung wert. Gerade bei Bewegungsbeschwerden, bitte, Ernährung, ja, da ist wieder das Thema Ursache, ihr müsst immer ganzheitlich ran. MSM hilft bei Immunschwäche, denn es stärkt das Immunsystem. Es hilft bei Allergie. MSM ist nicht nur toll für die Knochen, sondern auch für Haut, Haare, Fell. Ja, und das teste ich ja, dass ich auch an mir selber jetzt teste. Schauen wir mal, was da alles so Schönes kommt. So bei stumpfem Fell, MSM geben. Stumpfes Fell, bleiben wir dabei, Ernährung überprüfen und schauen, hat die Katze vielleicht Organprobleme, die man angehen muss. Hauterkrankung, Ernährung angucken, Ursache angucken, gab es da Pharma vorher. MSM, entgiftet. Noch ein Entgiftungsmittel zusätzlich zu Zeolit. MSM soll helfen bei Hormonstörungen, bei Stimmungsschwankungen. Haben jetzt Katzen nicht so wie wir Menschen, aber auch da kann man gucken, okay, was ist die Ursache, wieder ins Gleichgewicht bringen, MSM versuchen. Leberstörung, ja, gerade Leber, Leber ist das Entgiftungsorgan, wenn MSM entgiftet, wird da ein Schuh draus. Bei Leberbeschwerden muss die Leber zusätzlich direkt unterstützt werden. Die Homöopathie hat da sehr gute Möglichkeiten. Zusätzlich MSM versuchen. Angstzustände wird geschildert. Ja, bei Angstzuständen, das geht in seelischen, psychologischen Bereich, würde ich immer zusätzlich mit der Homöopathie arbeiten, mit dem Konstitutionsmittel. MSM versuchen. Und ganz spannend, MSM, organischer Schwefel, wirkt auch entzündungshemmend. Heißt, allen Entzündungen kann man MSM zusätzlich versuchen. Ja, es gibt viele, viele Mittel, die bei Entzündungen angezeigt sind. MSM ist jetzt nochmal so ein Goodie,
obendrauf. Entzündung sind ja mannigfaltig. Ihr kennt immer typisch die Zahnfleischentzündung, aber es gibt noch viele weitere. Es gibt so typische Entzündungsprozesse im Körper. Das sieht man dann oft, wenn man Blutbild gemacht hat, wo man sieht, oh ja, da ist ja einiges. Diese Nebenwerte, wie ich immer so sage, die nicht so wirklich aussagekräftig sind, die nur zeigen, da stimmt was nicht. Die sprechen oft für Entzündungen. Auch die Frage, woher kommt diese Entzündung her wieder? Ernährung betrachten, was hat die Katze sonst bekommen, was den Körper belastet hat. Entzündungsherd. Und es stärkt das Immunsystem. Also eine ganz, ganz tolle Sache. MSM, organischer Schwefel. Ich ziehe nochmal durch. Knochen, Muskeln, Sehne, Bänder, Gelenke, Immunschwäche, Allergien, stumpfes Fell, Hauterkrankung, Hormonstörung, Stimmungsschwankung, entgiftet. Leberstörung, Durchblutungsstörung. Ich glaube, das hatte ich eben überlesen. Durchblutungsstörungen. Ja, manchmal ist es ja so, der Katze soll Blut abgenommen werden und dann ist das Blut zu dick. Oder das rinnt nur so raus. Ja, auch da Ursache, immer ganz, ganz wichtig. Ja, nicht immer nur an die Symptome behandeln, sondern immer ganzheitlich an alles rangehen. Aber auch da kann MSM helfen bei Durchblutungsstörungen, die ihre Ursache suchen. Angstzustände. Entzündungshemd stärkt das Immunsystem. MSM, organischer Schwefel, ist ein weißes Pulver. Ich wollte es euch jetzt eigentlich zeigen, aber jetzt habe ich leider Sunny auf dem Schoß. Also es ist ein weißes Pulver, sieht aus wie Mehl, ist aber grobkörniger, ist nicht so weich. Ich selber nehme das als Pulver in den Mund und trinke danach Wasser. Ja? Und ihr gebt das der Katze aufs Futter. Und da jetzt ist die Dosierung ist wichtig. Tastet euch an die Dosierung heran. In der Regel ist eine Dosierungsempfehlung bei dem Produkt dabei und startet mit einer kleinen Menge. Bei Katzen würde ich ganz pauschal sagen, starte mit einer kleinen Messerspitze am Tag ins Futter und geh bis zu einer großen Messerspitze am Tag ins Futter. Aber wie gesagt, die Dosierungsempfehlung ist in der Regel bei den Produkten dabei, wenn ihr MSM speziell für Tiere wählt, beziehungsweise Tiere auch erwählt sind. Was ich erwähnen möchte, ich nehme es ja selber. Und auch bei meinem Produkt, was ich habe, ist eine Dosierungsempfehlung für Menschen, wo ich denke, wie soll ich denn das jetzt einschätzen, 3 Gramm oder so, was steht da jetzt für Menschen, bitte für Katzen immer weniger natürlich. So eine feine Küchenwaage habe ich nicht, will ich auch gar nicht. Also habe ich mich langsam daran getastet, auch für mich selber ganz weniger genommen. Und was ich selber merke, ist, wenn ich mehr nehme, neige ich zur Verstopfung. Ja, also das ist das, wo ich ganz klar warnen kann, wo ich sage, darum teste dich langsam heran von der Dosierung her für deine Katze. Beginnen mit einer kleinen Messerspitze am Tag. Ups, beobachten. Ja, bis zu einer dicken Messerspitze am Tag. Sollte sie tatsächlich dadurch Verstopfung bekommen oder die Neigung dazu haben, sofort Dosierung reduzieren und Olivenöl ins Futter damals erstmal wieder rausschmieren. So, ich empfehle euch ein Produkt von Waldkraft. Ihr wisst, ich habe eine Kooperation mit Waldkraft. Wenn ihr es noch nicht wisst, wisst ihr es jetzt. Die haben meiner Einschätzung nach sehr gute Produkte und Waldkraft hat auch ein Produkt, nur für Hunde und Katzen. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video im Text. Und dank der Kooperation erhalten Neukunden bei der ersten Bestellung einen Rabatt von 10%, wenn ihr den Gutscheincode eingebt, der hier unten, den ich euch auch verlinke, reingebe in den Text. Also MSM halte ich definitiv für eine tolle Sache, die wir weiter beobachten werden, die ich weiter auch selber empfehlen werde in meinen Beratungen. Ja, auch bei meinen Katzen, die haben jetzt Gott sei Dank nichts, wo ich sage, die bräuchten was davon, aber man kann es ja mal im Petto behalten, gerade in diese Zeiten, Thema Entgiftung und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch wieder gut weiterhelfen. Ja, ich liebe diesen neuen Input, den wir immer mehr tolle Sachen, die jetzt auf uns zukommen, wie wir mit der Natur und der Naturheilkunde ganz wundervolle Sachen vollbringen können, helfen können. Leitet das Video gerne weiter an Menschen, wo ihr wisst, oh ja, das könnte deren Katze auch helfen und alles andere wisst ihr. Daumen hoch, netter Kommentar, gerne ein super Thanks, eine Basismitgliedschaft, wer Schmackos wissen möchte, rein in die Premium-Mitgliedschaft. Und was ich auch total toll finde, wenn du selber schon Erfahrung mit MSM bei deiner Katze gemacht hast,
gib das bitte gerne wirklich in die Kommentare rein. Diese Infos helfen allen weiter. Danke dir, bis zum nächsten Video. Schnurr, schnurr, miau, deine Kirsten Schule.